So, da sind wir wieder. Also, da ist ein großer Boss. Nein, ach komm, Wege. Ja, ich kann im Moment nicht reiten, das ist richtig. Ja, ich bin betrunken. Ich bin nicht betrunken, ich meine, you Ich verstehe den Weg nicht so richtig, aber ah ja, doch. Okay, über die Brücke gehen, andere Drachen sehen. Schön. Klauenschlucht. Und wo ist da der Böse? Hallo. Na? Das ist sehr, sehr tot hier. Ist da irgendwo ein Eingang? Hallo. Das ist das Problem. Ich finde den. Ups. Klauenschlucht. Anscheinend ist hier nichts von Bedeutung. Ich will es jetzt natürlich auch nicht abwarten, weil ich bin ja auch allein. So, den Drachen nehmen wir nicht mit. Einer reicht und ich sterbe auch jedes Mal, habe ich keine Lust. Und hier müssen wir mal gucken, was das bei Gelegenheit, was es ist. Ach, der ist aber so nah dran. Mist, ich muss ihn, glaube ich, mitnehmen. Was ist mit dir? Ach, lass mich in Ruhe. Ist der da irgendwo? Das war doof. So. Das ist ein Greif, das ist kein Drache. Ich glaube, das hier runter war falsch. Kriegen wir ihn trotzdem noch? Reiten. Irgendwie so. Da hinten. Und wie soll ich da hinkommen? Aha. Ja, ich glaube, das wird nichts, oder? Nee, bis ich da bin. Aber wo ist denn jetzt der Weg? Ah, hier. Sie haben alles verbrannt. Alles steht in Flammen. So, ich habe keine Ahnung mehr, warum ich hier bin. Ach, das war das? Ja. Aha, zwei. Bluten. Ich weiß nicht, ob ich das Geflügel vielleicht noch essen würde, aber die sind immer noch am Kämpfen. Ah, egal. Hätte ja sein können.
Dann wieder zurück. Ja, ich kann mich erinnern. Das war auf der Suche. Habe ich den da noch mitgenommen. Dann wird Najira allein gehen. Brauch sie bleibt nicht untätig, während ihre Freunde leiden. Bitte, seid nicht töricht. Najira wartet. Ja, ist ja gut. Ich freue mich, euch unverletzt zu sehen. Konntet ihr die Proben Er war das sammeln? mit den ja. Ich habe die Proben besorgt. Wo geht Najira hin? Sie fürchtet um die Sicherheit unserer Gefährten. Ich beschwor sie noch zu warten, denn ohne ein Gegenmittel wird sie den Dämpfen auch rasch zum Opfer fallen. Aber Najira wollte nicht auf mich hören. Ich muss meine Forschungen beginnen. Ich brauche allerdings noch die Blüte einer Arkai-Peitsche. Okay. Ein Kaktus mit hellrosafarbenen Blüten. Er verfügt über beträchtliche Eigenschaften als Arznei. So. Würdet ihr eine Blüte für mich sammeln? Den Kaktus findet man westlich von hier. Auf einer kleinen Lichtung oben auf einem Steilhang. In der Zwischenzeit beginne ich damit, die Proben zu untersuchen, die ihr mir gebracht habt. Ja, ich kümmere mich. Vielen Dank für eure Hilfe, Reisefreund. Sobald ich ein Gegenmittel erschaffen habe, können wir die Oasenkavernen betreten und meine Gefährten retten. Vielleicht finden wir sogar die Forschungsnotizen meiner Eimutter. Ich möchte gern mehr über die Forschungsnotizen eurer Eimutter hören. Als die Knahateen-Grippe in Riefe wütete, flohen seine Bewohner in die Sicherheit der nahen Oase. Sie hofften, ihr heilendes Wasser könnte sie von ihrer Krankheit genesen lassen. Diese Bemühungen wurden von meiner Eimutter Nikusha angeführt. Das wissen wir alle schon. Ist gut. So, wir gehen dann mal zu dieser Lichtung. Drachen jagen können wir wann anders. Ich glaube, wir reiten. So. Ja. Höher. Ender, warum sind wir nicht gegangen? Wiesen, Schaum, Kraut. So. Ist da irgendwas Böses? Die sind okay. Beziehungsweise zu klein. Wie könnt ihr es wagen, in meine Oase einzudringen? Verlasst diesen Ort! Sofort! Hallo? Hallo? Oase? Ich glaube, wir werden noch von ihr erfahren. Schaffen wir das ohne Probleme? Jo. Ja, ich kann nicht reiten, während ich falle. Ist okay. So. Das sieht gut aus. Da. Mein Gegenmittel ist fast fertig. Jetzt brauche ich nur noch die Blüte der Arkai-Peitsche. Konntet ihr eine beschaffen? Ja, ich habe die, aber ich habe tatsächlich eine Nereide entdeckt. Nereide? Die verlangt, dass ich gehe. Eine Nereide? Höchst eigentümlich. Ich frage mich, ob sie irgendwie mit der Oase verbunden ist. Ach. Aber wir haben keine Zeit für Mutmaßungen, solange meine Gefährten noch immer in Gefahr leben. Da kommt noch was. Ich muss ihnen dieses Gegenmittel bringen. Mit etwas Glück verleiht es ihnen die nötige Kraft für eine Flucht. Ich kann das Gegenmittel für euch überbringen. Hab Dank, Reisefreund. Reisefreund. Ich traute mich nicht zu fragen, doch ihr habt euch ja bereits freiwillig gemeldet. So bin ich. Trinkt unbedingt etwas von dem Gegenmittel, bevor ihr die Kavernen der Oase betretet. Und seht bitte nach, ob ihr die Forschungsnotizen meiner Eimutter finden könnt. Ich frag nicht danach. Doch, ich muss.
Mein Gegenmittel ist eine. Dank. Meine Eimutter versucht ein Heilmittel gegen die Knahati. Ich guck danach, alles klar. Was? Hier, Reisefreund. Lasst uns hoffen, dass dieser Trank die gewünschte Wirkung hat. Mhm. Gut. Wie kommen wir jetzt wieder dahin? So gar nicht, oder? So. Oh, ein Buchi. Moment. Da. Bücher? Na, fehlt noch eins. Was? Noch drei. Was erzähle ich? Aber da haben wir hier Grundstein. Guck mal, oi. Meisterhaft. Ich hasse es. Wow, das war knapp. Bronze? Hä? Warte, wo ist das denn? Ja. Der da runter schaffe ich nicht, ne? Oder? Na, da lang kann es gehen. Wow. Aha. Tatsächlich. Es war ein bisschen verwegen, aber es hat geklappt. Dann gehen wir doch da rein. Oh. Sack. Ah, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Nö. Ihr müsst von hier verschwinden. Sofort. Die Luft selbst ist hier giftig. Iokas schickt mich. Ich habe ein Gegenmittel, das helfen wird. Iokas? Ich wusste, dass er uns nicht im Stich lässt. Ist ein guter, ja. Ihr müsst euch sputen. Ja. Meine Gefährten sind tiefer in die Höhle gelaufen. Lasst sie wissen, dass ich hier bleiben werde. Bereit, mich um sie zu kümmern. Wie geht's euch? Ich komme schon zurecht. Die Dämpfe haben mich geschwächt, aber nicht so schlimm wie die anderen. Ein Segen meines argonischen Blutes. Ja, lecker. Ich muss mich nur noch einen Augenblick länger ausruhen. Okay. So, haben wir hier irgendwas? Oh, da ist ja noch eine Menge zu tun. Aber ich will vor allen Dingen... Dekorwachs, sehr schön. Roggen. Nein. Entschuldigung, ja, ich weiß ja, ist ja gut. Ja, manchmal übertreibe ich halt ein bisschen. Najira hätte auf Iokas hören sollen. Danke, dass ihr diese Närrin gerettet habt, Wanderer. Sie hätte nicht zurückkehren sollen. Getränke brauche ich nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Oh, ein verdorbener Ritter. Esse ich ganz gern. Oh, was hat er dabei? Oh, das ist gut. Lila Loot. Sag mir, ihr seid so geizig, oder? Ah.
Ja. Ich brauche doch da nicht nochmal zu schießen. Das ist ja eine Verschwendung. Und Gerste. Lalalala. Immer schauen, ob was Interessanteres noch da ist. Aber es sieht so aus, als wäre außer dem normalen Höhlendude nicht viel da. Der ist ja gut, Entschuldigung. Zu Hilfe! Ja, ich komm. Ist da jemand? Ja, hier, ich. Hab Dank, Fremder. Ja, klar. Diese findet allein heraus. Tot. Ich mag die DOT-Attacken. Gerade so hier, ne? Keine Fässer. Sie sehen aus wie Fässer, aber es sind keine, es sind Scheinfässer. Scheinfässer und was ist innen drin? Scheibenkleister. Naja, gut. Steht ja langsam auf, als ich ihn töte. Das ist ja langweilig. Prüfen. Oh ja, guck mal hier. Alles Sachen, die ich gut für die anderen Charaktere brauche, um Handwerk aufzuleveln, das ist immer gut. Jo. Ja, ist gut. Also ich finde, dass das Questen irgendwie noch mit am meisten bringt. Glyphen, 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 immer gut. Wird Ribanji hier sterben? Nein. Hat Iokas dies gemacht? Ja klar. Ribanji muss ihm danken. Dann geh mal hin. Dir. Ja. Aha. So, das geht also weiter. Ah. Noch einmal Notizen und vielleicht sowas Ähnliches wie ein Endboss. Und ein verdorbener Ritter. Ja, der ist jetzt verdorben. So, und in der nächsten Folge geht es in der Höhle gleich mal weiter.